Im Krematorium in Meißen suchen die Mitarbeiter nach freien Stellplätzen für die Särge, die die Bestatter in der letzten Nacht angeliefert haben. Über 1300 Corona-Tote wurden hier seit Beginn der Pandemie eingeäschert, die meisten seit Mitte November. Jetzt ist es 7 Uhr morgens und draußen an der Rampe stehen schon die nächsten Leichenwagen. Ja, wir müssen jetzt noch warten. Wir warten, wenn die fertig sind. Ach, es kommt der Weise. Und dann kommt er. Der dran. Dann sind wir dran und dann ist der Nächste dran. Der Weiße, so gar nicht typische Transporter, kommt 2 bis 3 Mal die Woche aus Berlin. Und immer mit einem Sarg? Mit einem Sarg? Wissen Sie, was das kostet denn? Wie viel waren Sie drin? 12. Die Bestatter kommen nicht nur nach Meißen, weil die Einäscherung hier besonders günstig ist. Überall sind die Krematorien wegen der Pandemie an ihre Kapazitätsgrenze gekommen. Auch im nahen Tschechien geht nichts mehr. Dort werden Verstorbene aus Deutschland derzeit gar nicht mehr angenommen. Bestatter Uwe Persch aus Miltitz ist im Dauerstress. Ich war gestern den ganzen Tag unterwegs, Samstag, Freitag. Also meine Frau sieht mich nur noch zum Frühstück und Armbrot. Ist schon enorm geworden. Als Nächstes muss er eine Erdbestattung vorbereiten. Dann geht's raus aus den guten Sachen, rein in die Arbeitssachen und dann Spaten in der Hand. Weiter geht's. Dann habe ich um 1 ein Trauergespräch, dann habe ich noch ein Trauergespräch um 3. Und dann schauen wir mal. Und jetzt muss ich Platz machen für die anderen. In den Verwaltungsräumen wird gerade renoviert. Krematoriumschef Jörg Schalldach muss improvisieren. Schnell zwischendurch eine E-Mail beantworten von einem, der die Bilder aus dem Krematorium anzweifelt. Das war jetzt eine Reaktion auf die Idee von mir. Also alle Corona-Leugner können gerne nach Meißen kommen und beim Arbeiten mithelfen. Bei uns ist das Leben echt wenig gespielt, das muss man einfach so sagen. Jörg Schalldach zeigt uns die Feierhalle. Die Bänke sind rausgeräumt, die Leuchter in den Flur verbannt. Es ist ziemlich kalt hier. Ja, also wir haben die Feierhalle in Notkühlzelle umgebaut, um eigentlich diese ganzen Mengen von Verstorbenen einzulagern. Wir haben also große Kälteaggregate im Keller. Wir können also umschalten, kühlen. Wir haben in der gesamten Firma innerhalb von 5 Minuten einen kompletten Luftaustausch. Und wenn man so einen Luftaustausch hat und das durch Frischluft ersetzt, ist dadurch die Virenlast sehr, sehr gering. Das sei auch der Grund, warum hier niemand eine Maske trägt. Zu den 24 regulären Mitarbeitern kommen jetzt noch einige zusätzliche Helfer. Also so ein Sarg wiegt 40 Kilo und dann ist ja noch das Gewicht von dem Verstorbenen, kann man schlecht einschätzen. Aber ich sage mal, 100 Kilo sind es locker und manchmal tut man den Sarg ein-, zweimal anfassen, wenn man rüber und übertragen muss. Also es ist schon eine schwere Arbeit. Eine Situation wie diese hat noch keiner hier vorher erlebt. Angesichts der Bilder kommt Kritik von Berufsgenossen. Pietätlos sei das, entspreche nicht der Realität in anderen Krematorien. Also vom Grundsatz her müssen wir einfach sagen, wer in einer Katastrophensituation arbeitet, muss mit der Lage klarkommen und nicht mit irgendwelchen Schaulaufaktionen. Die hier jetzt lagern, sind alles Verstorbene der letzten Woche. Aber Jörg Schalldach meint zu unserer Überraschung trotzdem, dass die Corona-Welle in Sachsen eigentlich durch sei. Im Dezember hätten sie noch 626 Corona-Tote registriert, im Januar erst 244. Vor allem aus dem Erzgebirge und der Lausitz kämen deutlich weniger Verstorbene. Wir erfassen natürlich anhand vom Totenschein auch die Corona-Diagnose. Wir sind im Prinzip die Information fast 14 Tage voraus. Bis die Daten bei den Ämtern ankommen, braucht es eine Zeit. Digital geht da nichts. Dieser Mitarbeiter übernimmt heute den Botendienst. Wo fahren Sie jetzt hin? Ich mache eine Standesamtrunde. Nach Riesa, Kröditz, Nünschritz, Oschatz. Ich Papiere beim Standesamt abgeben zum Erstellen von der Sterbeurkunde. Das müsst ihr auch noch machen. Ja. Um den Betrieb hier am Laufen zu halten, hilft auch der 76-jährige Ingo Töring noch regelmäßig mit. Hallo, komm rein. Bissel, jo. Er ist ein alter Hase, hat bis zu seiner Pensionierung im Krematorium gearbeitet. Zack, 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 zack. So. Und, wollt ihr mal die Glocken hören?
Wirklich das? Jetzt schafft er Ordnung, damit der Gerichtsmediziner, der die zweite Leichenschau macht, alle nötigen Angaben sofort parat hat. Passt der Totenschein zum Namen auf dem Sarg? Ist nichts verwechselt worden? Wurde der Totenschein ordentlich ausgefüllt? Keine Freigabe. Die Todesart ist auch nicht angekreuzt. Es gibt drei Todesarten. Natürlicher Tod, nicht natürlicher Tod und nicht aufgeklärt. Ja, das ist Corona alles hier. Mit der Folie. Und das steht auch auf Covid-19. Ne? Unterdessen bringen die Kollegen immer neue Särge. Die Halle füllt sich. Rentner Ingo Töring nimmt es gelassen. Ja, solange ich nicht drin liege, geht das eigentlich. Das ist eben so, dass man stirbt. Und ich kann doch nicht mit jedem Verstorbenen hier sterben. Das geht nicht. So, jetzt geht's direkt runter an die Öfen. Zwei Drittel aller Einäscherungen in Sachsen finden hier statt. Zurzeit wird an den Öfen 7 Tage die Woche 24 Stunden gearbeitet. Geht das an die Substanz der Leute? Schwieriger empfinden wir das für die, die im Krankenhaus sind, die den Patienten in den Tod rein begleiten. Die haben es eigentlich aus unserer Sicht viel schwerer. Bei uns ist das Leiden vorbei. In jede Urne kommt vorher noch eine Aschemarke mit Nummer, bevor Enrico Krasser sie verschließt. Auch im Tod geht niemand verloren. Jedes Bestattungsunternehmen, das in Meißen einäschern lässt, hat hier ein Fach für die Urnen und kann diese unabhängig von allen Öffnungszeiten abholen. Inzwischen ist der Gerichtsmediziner aus Leipzig zur gesetzlich vorgeschriebenen zweiten Leichenschau eingetroffen. Erst nach seiner Freigabe können auch diese Verstorbenen eingeäschert werden. Trotz der Geschäftigkeit, würdelos geht es in Meißen nicht zu. Wer sich von einem Verstorbenen am offenen Sarg verabschieden möchte, kann das tun. Vorausgesetzt, die Todesursache war nicht Covid-19. Noch bis in die späten Abendstunden hat Falk Fuhrmann einen Verstorbenen für eine offene Aufbahrung vorbereitet. Danach ist für ihn Feierabend. Zeit zum Durchatmen. Der Beruf, sagt er, hat ihn manches gelehrt. Jeden Tag genießen. Sich nicht wegen irgendwelchen Sinnlosigkeiten streiten. Respektvoll umgehen miteinander.